Willkommen auf meinem Kanal auf Kavalaban. Heute will ich mit dir über ein Thema reden, von dem hast du vielleicht schon mal gehört, nämlich über die Otaku. Falls dir der Begriff nichts sagen sollte, dann hier ganz kurz, wer sind die Otaku? Es ist eine Subkultur in Japan und bezeichnet im Regelfall die Menschen, die jetzt gerne Anime ansehen, Manga lesen oder Videospiele spielen. Die Beschreibung ist jetzt ein bisschen vereinfacht, wenn du wirklich mehr Details darüber erfahren willst, dann kannst du hier unten in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich einen Artikel von mir verlinkt, in dem leite ich eine Definition her zu den Otaku und gehe wirklich sehr ins Detail, was es mit diesen Menschen auf sich hat und wie man sie beschreiben kann. Wenn du jetzt in Deutschland oder im Westen allgemein schon mal von den Otaku gehört hast, dann hast du bestimmt auch schon mal die Meinung gehört, die viele Leute nennen, die dann so lautet, ja, also die Otaku in Japan sind jetzt nicht so sehr angesehen und da solltest du nicht so sehr über Anime etc. reden, weil du wirst uns schnell ausgestoßen und die Leute gucken da ein wenig herab auf dieses Hobby. Es ist eine Meinung, die habe ich selbst auch schon gehört, häufiger. Im Gespräch mit diesen Menschen hat sich dann aber meistens herausgestellt, dass das häufig nicht so sehr die Japan-Experten sind und meistens betrachten die auch Anime und Manga und so weiter ein bisschen distanzierter, gucken vielleicht die eine oder andere Serie an, aber sehen sich selbst so ein bisschen außerhalb dieser ganzen Geschichte. Und ich muss auch selbst sagen, nachdem ich jetzt jahrelang in Japan gelebt habe, habe ich Erfahrungen gemacht mit dieser Thematik, die stimmen wirklich nicht mit dem überein, was man so häufig im Westen hört. Bevor ich dir aber mehr darüber erzähle, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen einzuschalten und ein Like zu hinterlassen. Ganz einfach, damit du sofort informiert wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Jetzt muss ich zum Ansehen der Otaku allgemein erstmal sagen, diese Meinung, dass die nicht gut angesehen sind, die ist nicht erlogen. Also das hat seine Hintergründe. Es hängt wirklich mit der Geschichte dieser Subkultur zusammen. Die hat ungefähr zur Zeit des Kalten Krieges gestartet. Damals hießen die noch nicht Otaku, aber wen man darunter versteht, also diese Anime-Fans, das war damals schon klar. Im Kalten Krieg war folgendes der Fall. Anime waren damals noch Kinderkram, also wirklich, das ist jetzt nicht schlecht geredet, sondern die waren wirklich für Kinder produziert, hatten sehr einfache Geschichten, häufig simples Gut gegen Böse. Und das war's dann meistens. Während dieser Zeit, während diesem Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, hatten in Japan aber viele Leute Probleme, dann einen Job zu finden wegen ihrer politischen Meinung über diese Pro-Sowjet-, Pro-US-Sache, wo zählte man sich dazu, etc. etc. Und dazu gehörten auch Filmemacher. Die konnten dann, obwohl sie es gerne wollten, keine Filme mehr machen. Deshalb haben die sich in dieser Zeit den Anime zugewandt und dieses Medium genutzt, um ihre Geschichten zu erzählen. Und das waren dann natürlich keine Geschichten mehr für Kinder, sondern wirklich welche für Erwachsene, wo es keine klare Grenze mehr zwischen Gut und Böse gab, wo tiefgreifende moralische Probleme dann aufgegriffen wurden. Das wurde aber dennoch in Japan nicht so gut angesehen, weil es zählte seinerzeit zur Jugendkultur bereits, also schon in den 1960er Jahren. Und die Jugendkultur in Japan, die stand damals für Individualismus und das wurde von der Gesellschaft nicht gut aufgenommen. Individualismus war für die eine absolut kindische Sache und deshalb wurde die Jugendkultur im Allgemeinen und die Otaku dann im Speziellen wurden so ein bisschen verachtet, so ein bisschen, diese Kinder da und so weiter. Und ja, die Entwicklung hält hier aber nicht an. Es ging dann weiter.
mit dem Otaku-Mörder vor allem. Im Jahre 1988 bis 1989 war der aktiv. Und da stürzte der Ruf der Otaku wirklich ab. Weil was ist passiert? Es gab den Otaku-Mörder, wurde er genannt dann wirklich im Fernsehen, der eine Reihe von kleinen Mädchen entführte, misshandelte und noch mehr mit denen machte. Ich will hier jetzt nicht ins Detail gehen. Da kannst du erneut unten in der Videobeschreibung gucken. Wieder ein Artikel von mir verlinkt, wo ich mich etwas mehr mit dem Otaku-Mörder beschäftige. Und jedenfalls haben die hat die Polizei diesen Mörder gefasst. Und bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand man heraus, oh, der guckt Anime, der guckt Horrorfilme etc. etc. Er wurde dann als Otaku bezeichnet, deshalb auch der Name, und damit war der Ruf der gesamten Subkultur unten durch. Die wurden wirklich im Fernsehen auf seriösen Nachrichtensendern wirklich nicht gut angesehen, und das hat sich in der gesamten Gesellschaft verbreitet, dieses Ansehen. Und das ist auch in etwa der Punkt, wo jetzt anscheinend das Wissen der meisten Menschen über diese Otaku endet. Allerdings sind seitdem natürlich schon 30 Jahre vergangen und der Ruf der Otaku hat sich natürlich weiterentwickelt in diesen 30 Jahren. Ich meine, es ist eine sehr lange Zeit. Das ist, es ist länger, als es von den ersten modernen Anime bis zu dem Otaku-Mörder gedauert hat. Und ja, da war vor allem ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich hier jetzt speziell herausstellen will, ist nämlich die Wirtschaftskraft der ganzen Otaku-Medien, der Anime und Manga. Weil in den 1990er Jahren war Japan, da stagnierte die Wirtschaft. Also es gab da keinen Wirtschaftszweig, der noch großartig Erfolge feiern konnte, bis auf diese Otaku-Medien. In diesen schweren Zeiten waren es gerade die Otaku-Medien, die wirklich richtig große Erfolge feiern konnten und Geld einbringen konnten. Und das ging jetzt natürlich nicht unbemerkt an dem Land vorbei. Das hat dann selbst die Politik gemerkt. Oh, da geht was. Deswegen Japan dann auch die Kampagne Cool Japan gestartet hat, mit der sie versucht haben, oder teilweise noch versuchen, jetzt diese ganzen Otaku-Medien, die Anime und so weiter, zu einer Art Kulturträger des Landes zu machen, damit mehr Touristen herkommen. Und das ist auch ein wichtiger Grund, warum diese ganze Geschichte überhaupt im Westen so bekannt geworden ist. Während die Otaku nach wie vor so extrem verachtet wie damals, dann hätten wir im Westen davon wahrscheinlich nie was mitbekommen, oder es wäre zumindest nie so extrem groß geworden. Und ich habe damit dann auch meine eigenen Erfahrungen in dem Land gemacht. Von 2015 bis 2016 habe ich während meinem Austauschstudium meine Bachelorarbeit vorbereitet und das Thema dieser Arbeit drehte sich komplett um die Otaku und speziell auch um das Ansehen von diesen in der japanischen Gesellschaft. Das Thema habe ich mir vor allem deswegen rausgesucht, weil mir aufgefallen ist, es gibt nicht viele Arbeiten, die sich wirklich mit dem Ansehen der Otaku in der Moderne beschäftigen. Ich habe eine Arbeit habe ich gefunden, die war aber auch schon etwas älter, ich glaube 2006 oder 2009, ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher. Aber jedenfalls habe ich eine Umfrage dieser Arbeit wiederholt sozusagen, wo ich die Leute wirklich befrage, was halten sie von Otaku, was verstehen sie darunter. Und bei den Ergebnissen dieser Umfrage, die ich komplett unter Japanern durchgeführt habe, habe ich festgestellt, dass wirklich die meisten Menschen Otaku einfach nur noch neutral betrachten. Da gibt es kein großartiges negatives oder positives Ansehen, sondern die große Masse sagt einfach, ja, keine starke Meinung in keine der Richtungen. Das ist natürlich
keine absolute Meinung, weil es wird immer Leute geben, die ein bisschen von diesem Feld abweichen. Es gab auch Leute, die haben die Otaku so ein bisschen verachtet. Es gab dafür aber auch Leute, die haben die besonders positiv gesehen. Und mit dieser Umfrage konnte ich die vorhergehende Forschung bestätigen. Die Prozentzahlen, die ich rausgefunden habe, die haben sich wirklich sehr stark geähnelt. Und damit wurde mir dann so langsam klar ein bisschen, weil ich dachte bis dahin auch, ja, die Otaku werden ja eigentlich noch, sind ja schlecht angesehen in dem Land. Und mit dieser Umfrage habe ich dann erstmals wirklich gemerkt, halt, warte, nee, also eigentlich stimmt das ja offensichtlich gar nicht mehr so ganz. Das habe ich dann auch weiter in persönlichen Gesprächen mit Japanern gemerkt. Da geht's ja schnell zu der Frage beim ersten Kennenlernen, ja, was sind so deine Hobbys? Und ja, zu meinen Hobbys zählen auch Anime und Manga und Videospiele. Und das habe ich dann auch genannt, aber da kam jetzt keine großartig negative Reaktion darauf. Und auch wenn ich jetzt heutzutage noch Leute befrage, Japaner befrage, und da einfach mal wissen will, ja, wie sind denn die Otaku eigentlich angesehen? Dann sagen mir die Leute gerne erstmal, ja, die haben so diesen Ruf, so ungepflegt zu sein und sich sehr an ihre Hobbys zu verkriechen und unsozial, sich häufig in ihre Wohnungen zurückzukriechen, keine Beziehungen einzugehen, bloß mit 2D-Mädchen sozusagen was anzufangen, also mit den Charakteren aus den Anime- und Videospielen. Aber dann hängen die noch hinten ran, aber das ist die alte Meinung. Heutzutage ist das nicht mehr so. Da werden genannt, dass die Otaku heutzutage wirklich einfach eher neutral angesehen sind und dass viele Leute Anime schauen etc. und das, ja, dass sich die Meinung einfach geändert hat und das Klischee der Otaku nicht mehr zutrifft. Viele kommen sogar dann direkt an, die sagen, oh ja, hier, ich schau gerade diesen Anime und kennst du den? Oder sie sagen einfach nur, ja, als ich noch jung war in der Schule, da habe ich auch Anime gesehen und Videospiele gespielt, aber jetzt finde ich einfach nicht mehr die Zeit dazu. Und da klingt dann teilweise so ein bisschen Bedauern mit in der Stimme. Manche von den Leuten, die bezeichnen sich dann sogar selbst als Otaku. Ganz einfach, weil die jetzt irgendwie mal während der Bahnfahrt das Smartphone nehmen und da ein Spiel spielen, die ja dann ja auch häufig diesen Anime-Style einfach haben oder sowas. Oder weil die einfach mal ein Anime sehen. Also ich glaube, die würden wohl die wenigsten jetzt als Otaku wirklich ansehen, aber sie selbst sind der Meinung, ja, sie sind Otaku, weil sie das mögen, obwohl sie sich nicht so extrem damit beschäftigen. Und das deutet ja auch ein bisschen darauf hin, dass der Ruf sich gebessert haben muss, weil wie viele Menschen würden sich hinstellen und sagen, ja, ich bin Otaku, wenn man damit bei der Gesellschaft eigentlich komplett unten durch ist. Die Meinung, die du da im Westen häufig hörst, Otaku sind verachtet, die habe ich bisher wirklich als aktuelle Beschreibung der Otaku von noch keinem einzigen Japaner gehört. Ganz im Gegenteil, wenn ich hier durch die Stadt laufe, dann sehe ich sehr, sehr häufig, wie die ganzen Otaku-Medien wirklich sehr stark schon mit der Kultur Japans verbunden sind. Da sehe ich Werbung für irgendeinen Energiekonzern und da ist dann Pikachu drauf abgebildet aus Pokémon. Damit machen die Werbung einfach so. Die haben sonst keinerlei großartige Beziehung irgendwie zu Anime oder sonst was, nutzen aber Pokémon für ihre Werbung. Und das geht dann weiter. Also auch auf Hochzeiten hier, auf der Hochzeit meiner Schwägerin, da standen Pokémon-Puppen rum, Pikachu, Flegmon, Evoli im Anzug oder im Kleid, um die Hochzeit zu zelebrieren. Das sieht einfach nicht nach einer Gesellschaft aus, in der auf solche Medien herabgeblickt wird. Und Pokémon selbst ist ja auch nicht der einzige bekannte Anime. Es geht ja weiter. Es gibt ja weitere
viel bekannte Werke, auch im Westen, wie zum Beispiel Attack on Titan oder Naruto, One Piece. Das ist ja ein gigantisch großes Feld wirklich. Und da das so groß ist, ist es auch ziemlich schwer, überhaupt in Japan eine einzige Person zu finden, die nichts mit diesem Thema zu tun hat, die nicht irgendwie Anime schaut oder Videospiele spielt oder Manga liest. Jetzt kann der ein oder andere vielleicht sagen, ja okay, aber vielleicht ist das ja bloß in der Stadt so. Gerade Tokio und Osaka, diese großen Metropolen, da gibt es ja komplette Viertel, die sich bloß um diesen ganzen Otaku-Kram drehen. Und damit sind die Menschen ja viel häufiger noch damit konfrontiert. Und dadurch könnten die ja vielleicht auch eher meinen, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und auf dem Land kann das ja vielleicht schon wieder ganz anders aussehen. Aber auch da muss ich sagen, meine Erfahrungen haben das bisher nicht bestätigen können. Wenn ich in etwas ländlichere Gebiete gefahren bin, bis nach Kule runter in der Nähe von Hiroshima, dann sehe ich selbst dort ab und an mal ältere Personen mit dem Smartphone, die Pokémon Go einfach spielen. Selbst die Mutter meiner Frau hat ein Android-Tablet und spielt mit dem gerne mal irgendein Spiel. Aber in meinen Augen würde das nicht zusammenpassen, wenn die Menschen sich so verhalten, gleichzeitig aber Otaku verachten. Und an sich hast du ja auch sowieso die große Verbreitung von Internet und Fernsehen. Ich meine, selbst auf dem Land wirst du Probleme haben, hier irgendwie einen Haushalt zu finden, der keinen Fernseher und kein Internet hat. Und gerade darüber bekommt man ja sehr guten Zugang zu den ganzen Anime und so weiter und auch zu Videospielen. Das bekommt man ja teilweise über Werbung schon am Rande einfach mit. Dann im Fernsehen läuft ab und an einfach mal ein Anime. Und ja, da würde ich schon sagen, dass die Leute bloß in der Stadt Kontakt mit den Medien haben, würde ich so nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ich habe auch noch weitere Erfahrungen, wenn ich hier in Hiroshima in eine Bar gehe, selbst dort, ohne dass ich mich jetzt irgendwie in diese Diskussion einmische, fangen die Leute an, über Anime und so weiter zu reden. Also ich hatte das erst vor kurzem gehabt, da kam ein Japaner in die Bar, der hat dann, okay, nicht über Anime geredet, sondern für ein typisch westliches Nerd-Thema sozusagen, nämlich über Marvel. Der hat angefangen, dem Barkeeper zu erzählen, ja, wer ist Doctor Strange, Captain America, Spider-Man, wie hängt das alles zusammen, wie kann man das mit den DC-Comics vergleichen. Und er hat dann wirklich ein langes Gespräch geführt, diese Werke miteinander verglichen, also wirklich tiefgreifendes Wissen über diese Materie bewiesen. Und das halt öffentlich in einer Bar direkt angebracht, und er kam mir nicht so vor, als hätte er jetzt irgendwie Furcht gehabt, für das Ansprechen dieses Themas ausgeschlossen zu werden. Eine andere Japanerin, die dort war, ebenfalls so 20er, 30er Jahrgang etwa, die hat sogar in der Bar direkt angefangen, ihr Handy rauszunehmen und auf dem Handy ein Anime zu gucken. Und dann haben wir uns auch so ein bisschen über Anime unterhalten, und ich war jetzt nicht die Person, die das Thema angefangen hat. Manche sagen dann vielleicht, okay, aber wenn du in Japan über dieses Thema redest, dann könnte das einfach nur Tatemae sein. Tatemae ist wieder so ein spezieller Begriff. Japanologen werden den kennen. Das beschreibt diese Maske, die sich Japaner aufsetzen, um nicht ihre ehrliche Meinung zu offenbaren, weil die wollen damit Konflikte vermeiden im sozialen Leben und nennen deshalb lieber eine Meinung, die sie vielleicht selbst nicht vertreten, die aber gesellschaftlich angesehen ist, oder von der sie glauben, dass der Gesprächspartner sie vertritt. So will man einfach, wie gesagt, den Konfliktsituationen aus dem Weg gehen. Wenn du dich mehr über die Tatemae interessierst, dann blende ich jetzt einen Link ein. Über den kommst du zu meinem Video, wo ich ein bisschen was über die Tatemae und meine Erfahrungen damit erzähle. Aber ich muss wirklich sagen, in Sachen Anime glaube ich nicht,
dass die Leute bloß so viel darüber reden in meiner Anwesenheit, weil sie keine Konflikte eingehen wollen. Weil ich habe schon einige Indizien dafür genannt. Wie gesagt, die fangen selbst mit diesem Thema zum Teil an. Und an sich merkt man die Tatte mal auch ein bisschen, wenn man die schon mal eine ganze Weile lang erlebt hat. Dann kannst du schnell mitbekommen, wie die Leute einfach versuchen, eine Konversation kurz zu halten. Aber das war bisher noch nicht der Fall. Also zumindest habe ich nichts dergleichen mitbekommen. Von daher halte ich das auch aufgrund der großen Verbreitung dieser ganzen Kultur und dieser Medien, die sich wirklich schon mit der Kultur der japanischen Gesellschaft an sich vermischt, denke ich nicht, dass hier die Tatema eine Rolle spielt, weil sonst könnte man ja prinzipiell auch bei jedem Gespräch sagen, ja okay, vielleicht haben die gelogen, aber das würde ja, könnte man sich jede Meinung herbeileiten, auf die man gerade Lust hat, indem man sich sämtliche Situationen so hinlegt, wie man es gerne hätte. Und von daher komme ich zumindest persönlich auf Basis meiner eigenen Erfahrungen zu dem Schluss, dass diese Meinungen, die du häufig hören wirst, dass die Otaku in Japan verachtet sind wirklich, dass die einfach nicht der Realität entspricht. Also ich finde, du kannst hier ohne Probleme, wenn du jemanden triffst, kannst du sagen, wenn du Anime und so weiter guckst, da entwickelt sich vielleicht sogar noch ein richtig gutes Gespräch draus. Vielleicht lernst du so irgendeinen guten Kumpel dann in Zukunft kennen. Ganz einfach, weil der oder die das auch mag. Das sind jetzt natürlich alles bloß meine Meinungen, aber die basieren jetzt nicht bloß auf einer kurzen Urlaubsreise. Ich lebe hier, wie gesagt, schon länger. Ich habe auch Austauschstudium hier gemacht und mich intensiv mit diesem Thema beschäftigt, wodurch ich überhaupt erst zu dem Schluss gekommen bin. Und bereits meine ursprüngliche Ansicht auf Basis dieser ganzen Informationen, die ich erfahren habe, geändert habe, weil ich auch dachte, ja, eigentlich müsste man vorsichtig sein. Es kann natürlich sein, dass du selbst andere Erfahrungen gemacht hast. Und wenn das der Fall sein sollte, dann bin ich wirklich sehr interessiert daran. Dann würde ich mich freuen, wenn du das bitte in den Kommentaren schreiben könntest. Weil so bekomme auch ich noch einen größeren Einblick, weil eventuell treibe ich mich auch einfach bloß unbewusst immer in bestimmten Personenkreisen herum, wo das kein Problem ist. Kann es ja auch sein, dass manch einer sich in anderen Kreisen aufhält und da ist das dann plötzlich ein Problem. Und da will ich doch schon gerne meinen Horizont erweitern bei sowas, also immer her mit Meinungen. Und dann kannst du auch direkt noch den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen einstellen, falls du das noch nicht getan hast, dann wirst du sofort über neue Videos von mir informiert, wo ich häufiger über die Kultur Japans reden werde, dann aber auch über Videospiele, vielleicht auch ab und an mal über Anime, das ist aktuell noch nicht so stark in meinem Fokus, aber kommt vielleicht noch. Und ja, auch die Kombination von Japan und Gaming interessiert mich, weil ich auch sehr stark in dem Gaming-Bereich vertreten bin. Damit bin ich erstmal hier fertig mit diesem Gespräch. Ich freue mich von dir zu hören. Freue mich auch über jeden Like. Alles hilft mir hier weiter und je populärer der Kanal wird, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass ich häufiger Content produzieren kann, weil ich das dann mehr zum Mittelpunkt meines Alltags machen kann und mich nicht so großartig um andere Dinge kümmern muss. Und damit sage ich dann mal danke fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns bald wieder. Also, ciao!